Da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Ganz normal, wenn ihr keinen Platz habt, dann würde ich euch einfach irgendeine Kiste empfehlen, irgendeinen Schuhkarton oder ähnliches, was ihr da habt. Ich habe hier zum Beispiel auch so durch Zufall, durch den guten André, der mir das lieberweise zugeschickt hat. Vielen, vielen, vielen Dank an dich an dieser Stelle. So kleine Blechkisten in Gameboy-Look, sowas gibt's. Das hat er bei sich vom örtlichen Schnäppchenmarkt gefunden und ich mache Randale und es fällt alles um. Das oder einfach Schuhkartons oder ähnliches. Ne? Die Module sind ja nicht groß, die könnt ihr gut verstauen. Wenn ihr allerdings so ein bisschen Platz im Regal habt und das besser präsentieren wollt, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und zwar, wenn ihr das etwas platzsparender machen wollt, kann ich euch wirklich diese DS-Hüllen hier empfehlen. Also DS-Hüllen könnt ihr relativ günstig ersteigern im großen Pack und so weiter. Da hat das NES-Kommando ein wunderschönes Video zu gemacht, wie genau ihr das erstellen könnt. Da verlinke ich euch natürlich unten. Das heißt, ihr müsst hier im Prinzip hier unten mit einem Cuttermesser so ein bisschen was wegschneiden. Und dann passt dieses Gameboy-Modul hier eigentlich wunderbar rein. Dann für die Hülle gibt es hier verschiedene Seiten, wo ihr euch eine Vorlage ausdrücken könnt, drucken könnt. Und das packt ihr einfach dann hier rein. Und schon habt ihr eine relativ ansehnliche Präsentation. Das Modul ist geschützt und ihr könnt es hier wunderbar ins Regal stellen. Falls ihr noch andere Möglichkeiten sucht und sagt, ja, okay, das mit DS-Hüllen, ich will lieber die Module finden, gibt es auch zwei verschiedene Varianten, die ich für euch empfehlen würde. Und zwar ist die erste aus dem 3D-Drucker. Falls ihr Zugang zu einem 3D-Drucker hat, das heißt, wenn ihr sogar selber einen habt oder vielleicht irgendwie wen kennt, der einen hat, gibt es hier so wunderbare Aufsteller. Ihr könnt das hier im Hintergrund sehen. Damit stapeln sich die Module denn etwas hoch. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Ansicht, weil man das Cover auch immer sehr schön sehen kann. Und ich bin immer so ein Fan von diesen alten Covern und daher bin ich da sehr, sehr angetan immer. Nachteil ist natürlich, ihr braucht wirklich einen 3D-Drucker. Und es gibt natürlich 3D-Druck-Services im Internet, aber ihr braucht natürlich schon einige Massen. Auf diese Aufsteller passen 6 Module drauf und das kann natürlich je nachdem schon mal etwas ins Geld gehen. Ich bin da Fan von, auch das ist Geschmackssache. Falls ihr keinen 3D-Drucker in der Nähe habt oder zugänglich habt, aber gerne die Module ja sehen möchtet, kann ich euch hier diese wunderbaren Nagellackregale empfinden. Das sind so Acryl-Nagellackregale, die kriegt ihr zum Beispiel bei Amazon. Verlinke ich euch unten per Affiliate-Link. Auch da, wenn ihr draufklickt und das kauft, kriege ich eine kleine Provision. Ihr zahlt aber nicht mehr. Die sind eigentlich für ja, Nagellacke, wie der Name das sagt. Die passen hier rein, aber sind auch sehr, sehr gut für Gameboy-Module. Das ist hier so durchsichtiges Acryl, ist auch durchaus fest und das lässt sich auch prima ins Regal stellen und so habt ihr eure Module immer griffbereit. Das sind die Aufbewahrungsmöglichkeiten, die ich euch empfehle.